So, und wir kommen jetzt zum Sport. Da sorgen gerade zwei deutsche Tennisspielerinnen echt für Furore. Mhm. Sie haben es nämlich geschafft ins Viertelfinale bei Wimbledon. Genau, spannende Geschichte, interessant, faszinierend und voller Gegensätze. Erst zum fünften Mal in der Geschichte des Rasenklassikers sind zwei deutsche Spielerinnen unter den Top 8. Und erstmalig treffen beide aufeinander. Die jugendlich forsche Jule Niemeyer gegen die zweifache Mutter Tatjana Maria. Ein wahrlich unerwartetes Duell. 14 Uhr geht's los und ganz in der Nähe von Wimbledon gibt es Freitagabend auch eine Premiere. Erstmalig wird Svenja Huth als Kapitänin der deutschen Fußballerinnen auflaufen. Zum EM-Auftakt gegen Dänemark, live zu sehen hier bei uns im ZDF. Das Team geht siegeshungrig in die hochkarätige Endrunde. Katar als Gastgeber oder Sponsor ein brisantes Thema. Anhaltende Menschenrechtsverletzungen zählen zu den Vorwürfen. Scharfe Kritik auch Richtung FC Bayern München wegen dessen Geschäftsbeziehungen zum Emirat. Der Rekordmeister bleibt dabei unbeirrt. Dass wir weiter beobachten müssen, über die WM garantiert hinaus. So viel von mir. Danke, Christine.